Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Last Wave. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns aktuell in Telvinil Village, haben in der letzten Episode hier die Ketten zerstört, um das Tor hier zu öffnen und wollen heute schauen, was hinter diesem Tor liegt. Und ich verbrauche schon mal Mana, warum auch immer, weil ich die falsche Taste zum Dashen nutze. Oh, wieder ein sterngeborener Nachtjäger mit Elektrowaffe. Wow. Wow, er hat ein Schild. Ich glaube, es hackt. Wow. Unsere Pistole scheint gut Schaden zu machen. Wow. Eieieiei. Nein. Ja, ich glaube, ich werde mal gleich was ausprobieren. Wir sind ja endlich zu langsam für ihn. Ich habe da eine Idee. Oh, knapp, der kriegt also jetzt nicht mehr durch. Wenn wir ausweichen, machen wir direkt einen Match. Ah, der macht in dieser Form super viel Schaden. Oh, aber wir kriegen auch viel Schaden. Blockt. Aha. Jawoll. Ah, nein. Wow. Von Jägern heißt der Erfolg, den wir gerade freigeschaltet haben. Feind besiegt und wir erhalten das Stigma des Schutzes. Ein verfluchtes Stigma, das von den geheimen Einflüsterungen der verstorbenen Gegner angetrieben wird. Wenn du es weise einsetzt, erschafft dieser verfluchte Schild geheimnisvolle Formen, die den Gegner verwirren und Angriffe abwehren können. Hier steht aber nichts davon, dass wir damit Lebensenergie wiederholen, oder? Halten Sie L1 mit diesem Stigma, um einen verfluchten Schild zu beschwören, der die meisten Arten von Schaden blockieren kann. Verbraucht Energie, oder Macht ist es ja eher, während er aktiv ist. 6500 Nykrux hat er gebracht und wir schauen uns das neue Stigma mal an. Also Energie oder Macht braucht es wirklich wenig. Ich glaube trotzdem, dass ich beim Stigma der Gnadenfrist bleibe, weil wir uns damit regenerieren können. Damit holen wir Fokus und Lebensenergie zurück. Wobei, den Schild sehe ich doch für nützlich bei Bosskämpfen, wo wir selten Attacken kontern können. Aber erstmal werde ich das Stigma der Gnadenfrist ausgerüstet lassen. Und der Schneesturm scheint hier nicht mehr zu wüten. Dafür finden wir hier eine weitere Aufzeichnung. Institut Scientia Datensatz Nummer 1. Es sind nicht nur die Waffen, die geborgen werden müssen, sondern auch die Nyctorns, die sich ihrer Pflicht entzogen haben. Sie haben sich von der Ehre, die ihnen zuteil wurde, abgewandt. Ihr Verstand ist krank. Hat uns Lina, also die bei diesem Duo, Jägor, irgendwie so hieß er, und Lina, hat sie uns nicht Nyctorn genannt? Und was sind das für Geräusche, die wir hier hören? Und wir betreten. Werf den Burschen zu Boden. Nein, wir betreten den Palast des Ordensregenten.
Aber man will uns nicht einlassen. Aber wir konnten mit der Statue interagieren. Mhm. Haben wir etwa einen geheimen Eingang im Keller? Erinnert mich ein wenig an Blasphemous 2, wenn es so ist. Eure Klimaanlage leckt. Das hält uns aber nicht auf. Moin. Inoxidkugeln, Heilinjektion. Das ist gut, dass wir genau die Sachen wieder bekommen, die wir eben im Kampf verwendet haben. Wow. Was geht denn jetzt hier ab? Oh. Komm mal her. So. Erledigt, mein Freund. Da oben liegt aber noch was, was ich... Wow, was ich mitnehmen will. Frostbomben finden wir hier. Und mich irritiert, dass wir hier gerade keine Musik haben. Ja, den werden wir hier oben garantiert nicht brauchen. Ich schieb ihn mal mit runter. Können wir damit Gegner töten? Ich will ihn aber nutzen, Lebensenergie zurückzuholen. Wir ihn nicht hier hochlocken. Dann machen wir es so. Ah! Gibt ja noch. Aha! Ja, selbst hier beim Schieben schon aufpassen. So, damit sind wir wieder geheilt. Finden auch noch mal ein paar Dimyoxidkugeln. Ja, bleib mal da oben. Dann können wir dich besser bekämpfen. Ja. Vielen Dank für deine Mithilfe. Und wir finden hier drei blaue Hämolymphklumpen. Ah. Nee, ich glaube, nee, da kann ja kein Geheimnis sein. Das wäre ja Quatsch. Uah, Geschwüre, die kennen wir auch in dieser Form noch nicht. Neuen Gegner. Hier, schmeckt... Uah. Okay, die Schüre stammen von ihm. Hier. Machen wir so. Komm näher. Er scheint aber tatsächlich nur diese Geschwüre zu machen. Der deformierte Vielfraß. Und da platzt sein Bauch auf.
Wow. Er sagt irgendwas. Ich habe ihn noch nicht verstanden. Heilinjektion, Demioxidkugeln, Heilinjektion. Wir haben Schützen, die hatten wir ewig nicht mehr. Die können wir auch nutzen. Um Lebensenergie zurückzuholen. Nein, aber nicht so. Schlag doch nochmal mit dem Gewehr zu. Danke. So. Machen wir das noch oben bei ihm. So. Sind wir wieder geheilt. Und was wir hier gerade an Verbrauchsgütern wieder finden. Die ganzen Heilinjektionen, die ganzen Dimoxidkugeln. Hier finden wir sogar nochmal Opfer des Spielers, um Nykrux ein bisschen zu pushen. Sehr schön. Ich wage zu bezweifeln, dass es so einfach bleibt. Aber aktuell muss ich sagen, ist hier ein sehr angenehmes Vorankommen. Da lag nochmal eine Ampulle mit Erlems Tränen. Lag die hier oder wurde dir zeigen lassen? Ich habe es mal mit Fragezeichen markiert. Ich führe ja nur die Sachen auf, die wir tatsächlich finden und nicht die zufälligen englischen Kisten sind. Ich finde es so gut, dass wir jetzt gerade alles wiederbekommen. Sogar mehr, als wir ausgegeben haben, Leute. Ah! Oh, Moment. Jetzt... Ich habe, glaube ich, zu viel gesagt mit dem... Ja. Oha, heilen. Mit dem angenehmen Vorankommen hier. Kuckuck. Wir wollen was. Lebensenergie. Nochmal. Na, es war gerade schon ein bisschen tricky. Finden hier nochmal Mondspulver. Auch hier kriegen wir wieder alles wieder. Heilinjektion, Heilinjektion. Und hier liegt auch nochmal Mondspulver. Ja, diese Pulver bringen uns noch nicht viel, wenn wir das nicht an unsere Waffe anbringen können, weil sie schon Inventarschäden hat. Okay. Lag da auch wieder ein Heiltrank bei? Oder wurde der wieder fallen gelassen? Ich muss es nachher beim Schneiden kontrollieren. Aber wenn irgendwas hier nicht stimmt, bei solchen Gegenständen ist es ja nicht so schlimm. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir auch den Fundort von Waffen und Magiesprüchen und Fähigkeiten richtig aufführen. Okay, wir haben ein Nykrux-Tor und da oben eine Kiste. Oha, ein neuer. Erstmal gucken, was der macht. Uha. Uha. Oh, da kam ein...
Okay, wenn man weiß, wie er agiert, geht's einigermaßen. Der groteske Höfling. Okay. Also, mit der Nykrux-Bombe rechts das Tor zerstören, den Stein holen, um da hochzukommen, und die Nykrux-Bombe dahin werfen. Aber hier unten liegt noch etwas. Blauer Himmelumstein, der wird natürlich mitgenommen und notiert. Aber mich irritiert ist, dass wir hier keine Musik haben, Leute. Ist das ein Bug oder hat dieser Abschnitt tatsächlich keine Hintergrundmelodie? So, das dürfte klappen. Jawoll. Vielleicht können wir somit das Haupttor öffnen, das uns nicht geöffnet wurde. Da kommt die Musik. Man muss es nur mal erwähnen. Aber wir haben auch neue Gegner. Wow. Jemand mit Peitsche. Ein geplagter Diener. Da unten hängt schon der nächste. So. Hier haben wir ein Nykrux-Tor. Leute, das erinnert mich gerade sehr an das Esskernhaus, oder? So, dieser Treppenaufgang, da mit den verschlossenen Türen, die wir hier schon sehen. Ja, da ist schon wieder so ein Peitschling. Lässt sich nicht öffnen. Der nächste. Triggern wir ihn mal. Ah, okay. Da war ich etwas zu voreilig mit meinem Dash. Und hier brauchen wir auch eine Nykrux-Bombe. Der Weg könnte aber knapp werden. Wie schon gesagt, habe ich das Gefühl, dass wir die nicht ewig tragen können. Weil die Frequenz immer kürzer wird. Wir öffnen erstmal das Tor unten. Seht ihr das? Es fängt immer schneller an zu blinken. Ich glaube, das wird uns in der Hand explodieren. Bevor ich da runtergehe, werde ich nochmal Heilung nutzen. Das war Quatsch, oder? Die können wir zu Hause nutzen. Ah! Und er macht eh nur seine komischen Huchgeschwülste. Da waren wir etwas nah dran. Was willst du? Uah, schon wieder. Eine kleine Pfefferminzoplatte und du platzt. Okay, Leute. Die Pfefferminzerplatte schmeißt den Burschen zu Boden. Das ist heute die Monty Python-Episode. Oh. Wir haben hier Nykrux 2700. Aber hier unten kommen wir wieder nicht lang. Lässt sich alles nicht öffnen. Da geht's noch weiter. Da oben auch, aber da war das andere Nykrux-Tor, glaube ich. Hinterhalt. Ah, oh, die schon wieder. Können wir ihn triggern?
dass er sich teleportiert? Ja. Wo bist du? Nicht mit mir, mein Freund. So. Uah, ist ja noch einer. Wow, wow, wow. Und hier ist auch zu, Leute. Da oben liegt aber was. Da oben ist auch ein Fuchs. Dafür müssen wir irgendwie die Tür öffnen. Ha. So, jetzt bin ich gespannt. Ich werde mich vorsichtshalber mal heilen. Weil, wie gesagt, ich glaube schon fast, dass die uns in der Hand explodiert. Dafür ist der Weg einfach zu weit. Weil wir hier ja echt... Oh, auch noch hier lang. Wir müssen auch noch hier aufpassen. Oh, schaut mal. Schaut mal die... Oh, Gott, geschafft. Na? Jetzt ein Hinterhalt. Lässt sich nicht öffnen. Ich glaube, das wird wieder so eine Geschichte wie hier in dem verdammten Ruin der Festung Ossius, oder? Lässt sich nicht öffnen. Wir haben hier wieder vier Sachen. Da hatten wir ja den Altar mit den vier Kelchen. Wir haben auch... Da sind wir ja noch gar nicht weiter gewesen. In der Krypta ja auch noch mal die vier Vertiefungen gehabt. Und hier haben wir jetzt vier, was soll das sein? Fackeln, die wir entzünden müssen. Das heißt, dahinter könnte ein Schatz liegen. Da sollten wir mal drauf... Ah, der bewegt sich ja. Ey, 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 ey. Bist du für einer? Eine Frostleiche. Es wird glatt. Und wir haben einen Peitschenmann schon wieder da oben. Oder Frau. Ein Diener. Er will uns nicht angreifen. So, erstmal Trigger. Dem rechts machen. So. Weg mit dir. War hier noch einer? Nein. Da war ich zu nah. Da war ich zu nah. Kennen wir nicht. Ich glaube eh, dass wir uns von unten nach oben vorarbeiten sollten, bevor wir hier jetzt in den nächsten Bereich gehen. Hier ist ja auch noch irgendwas. Hykrux, Leute. 3700. Boah, damit haben wir schon wieder 30.000 Hykrux zusammen. Ja. So, dann gehen wir mal hier links weiter. Aber vorsichtig. Ich glaube, ich nehme mal Heilung, falls wir hier neue finden sollen. Ja, tun wir natürlich auch. Sehr schön. Ach du Heiliger. Zwei neue Gegner. Und da unten ist auch noch mal so einer von denen. Weiße Dame. Bei der da oben habe ich das Gefühl, dass sie gleich den Fächer wirft. Was?
Was fabriziert die da oben? Jo. Verrückte Dame. Bewachte hier zweimal Mondpulver. Okay. Nein, nicht. Nein, nein, nein. Wo kam der denn jetzt her? Seid ihr verrückt? Nein. Wow, 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 wow. Wo kam der denn her? Hier braucht man noch nicht mal eine Pistole. Oh! Verkleidete Geister. Brachten wir auch 750, wenn wir die erschossen haben. Nicht, dass wir hier Litrux verloren haben. Komm mit deiner Peitsche. So. Moment mal, da rechts. Hier haben wir Heilinjektion, die muss ich auch nochmal aufschreiben. Und da rechts habe ich gerade irgendwas gesehen. Weihwasserbecken? Können wir damit eine Fackel entzünden? Schaut mal, die Statue hat Fackeln in der Hand. Aber da haben wir schon wieder eine verschlossene Tür. Ich nehme erstmal Heilung, bevor wieder einer aus dem Nichts auftaucht, wie vorhin. Ah! Frostbomben. So, gucken wir mal, ob wir irgendwie die Tür öffnen können, ob wir irgendwo einen Schalter finden. Ich will mal kurz das testen. Okay, in der Form bringen die nur 300. Kugeln verschwendet und Nykrux verschwendet. Jetzt wirklich nicht schwer. Okay. Also nicht mehr drauf schießen. Lässt sich nicht öffnen. Irgendwo muss dann ein Schalter sein, Leute, oder? Da oben war irgendwas. Da haben wir einen Schalter. Ah, das gefällt mir nicht. Wir treffen ihn ja auch von hier. Nicht gleich so. Oh, noch einer. Wow, explodieren. Au. Leute. Das war aber knapp vor Tod gerade, oder? Ich hoffe, die nehme ich doch wieder die Pistole. Wir haben noch nicht mehr so viele Kugeln. Das hat jetzt hier das Tor geöffnet. Und hier haben wir einen Aufzug. Nee, ich will jetzt nicht noch tiefer rein. Ich will wissen, wie wir die Tür öffnen. Da muss doch irgendwo ein Schalter sein. Vor allen Dingen will ich jetzt nicht. Wahrscheinlich kommen wir von hier dann hier hin. Oder auch nicht. Ich will erstmal gucken, was da rechts ist. Hier kommen wir in den Außenbereich. Haben wir hier wieder so einen großen mit Sense? Oder ein Hinterhalt oder nichts. Lösen wir hier. Wow. Ah. Wow. Bleibt mal mit deinem Feuer woanders.
verfluchte Jungfrau. Da unten ist noch eine. Da kommen wir definitiv nicht ohne Doppelsprung hin. Stimmt, in dem Bereich bin ich umgedreht. Dann gehe ich erstmal hier oben weiter. Da oben haben wir einen Schatz. So, dich brauchen wir hier schon mal nicht. Ach, jetzt sehe ich erst, dass wir hier diese Barrikaden haben. Die haben wir ja schon mal gesehen. Das ist also wirklich das Äußerste, wohin wir die Kiste schieben können. Ah, er ist schon wieder. Ein bisschen näher, dann brauchen wir uns nicht festhalten, glaube ich. Das war kritisch. Ja, so ist gut. So ist brav. Das ist der nächste. Ich glaube, wenn man von denen umzingelt ist und wirklich von jeder Seite so einen hat, dann können die nervig werden. Aber so bin ich eigentlich ganz, ich sag mal, entspannt. So, um an den Schatz zu kommen, brauchen wir eine Nykrux-Bombe. Heilinjektion. Jetzt sind mir leider keine Kugeln mehr. Moment, die Verbindung mache ich noch schnell dicht. Das ist doch nett von dir. Ach, genau ins Feuer reingedächt. Da bin ich selber schuld. Genau. Dann machen wir erstmal, dass wir uns den Schatz holen. Da müssen wir uns wieder beeilen. Das war knapp. Die geht ja hoch, wenn wir... Der Schatz war weiter oben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht verletzt werden, weil dann geht die Bombe ja auch hoch. Wir müssen uns beeilen. Sie geht gleich hoch, Leute. Aha. Wow. Oh Gott. Oh Gott, aber sie macht nicht so viel Schaden wie vermutet. Da müssen wir aber schneller sein. Da muss ein besonderer Schatz drin sein. Ah, ich hab schon fast Müll gebaut. Ah, okay. Ich versuch's nochmal, weil so schaffen wir es definitiv nicht mehr. Ah, nein, schaffen wir wieder nicht. Ich glaube, wir dürfen uns auch rechts nicht festhalten, sondern müssen den Sprung nach links schaffen, damit das passt. Weil das dauert einfach zu lange. Wobei. Ja. Ein bisschen Gas geben hier. Nee, das wird doch schon wieder nix. Doch. Aber es hat hingehauen. Und was befindet sich hier in der Truhe?
der Hauptschlüssel des Ordenspalasts. Manfred oder Manfred, ist ja mit Doppel-D, Manfred Ordens war der verfluchte Hüter der verborgenen Toten. Ach, das ist sein Nachname, Manfred Ordens. Ich dachte, Ordenspalast von wegen, von irgendeinem Orden, der Orden der Sterngeborenen. Oder hier, hatten wir ja eben wieder einen. Okay, Manfred Ordens war der verfluchte Hüter der verborgenen Toten. Bis jetzt. Sein Körper wurde von einer Eiseskälte befallen, die ihn und so viele andere, die er einst als gleichwertig betrachtete, infiziert hat. Dieser Schlüssel ermöglicht es dem Träger, in die Fußstapfen dieser Toten zu treten, auf eigene Gefahr. Öffnet alle Tore im Palast des Ordensregenten. Brauchen wir gar keinen Schalter, können wir jetzt das Tor hier öffnen? Und auch die da unten alle? Das will ich ausprobieren. Das will ich ausprobieren. Und schauen, ob wir damit wirklich die erste Fackel entzünden können von dem Tor. Gegner haben wir ja keine mehr. Außer Manfred taucht jetzt auf, weil wir seinen Schlüssel haben. Tut er aber nicht. Genau, und jetzt hier runter. Jawoll. Jawoll. Richtig gedacht und vermutet. Dann haben wir diesen Bereich. Dann werde ich doch mit dem Aufzug nach unten fahren. Vielleicht kommen wir von der Seite jetzt hier hin. Und wenn nicht, müssen wir gucken, ob die Schlüssel jetzt irgendwie passen. Oder der Schlüssel passt. Aber wenn das schon steht, öffnet alle Türen. Dann muss das ja schon fast... was war das? Muss das ja schon fast so sein, oder? Nutzen wir erstmal den Aufzug. Können nur nach unten fahren. Ob da Geheimgänge sind. Das checke ich nochmal kurz ab. Ah! Ja, er bewegt sich immer einen Schritt vor bei dem Schlag mit dem Schwert. Moment, ich rüste mal wieder die Donnerklinge aus. Ich glaube, da hatten wir das nicht. Doch, auch. Oh, Leute, mit der Reichweite habe ich mich mal zufrieden gegeben. Nee, 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 nee. Ich glaube schon nicht, dass... wir gehen erstmal hier weiter. Und finden einen neuen Altar. Der Uhrturm. Wie viel Uhr ist es denn? Aber gut, dass wir einen Altar haben. Dann werde ich mal schauen, ob wir das jetzt hier verbinden können. Dann können wir da speichern. Wir haben nicht... ja, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Nee, 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 nee. Aha, und dann rutschen wir hier auch noch. Nein, das ist mir zu link. Die ist mir zu link. Ach, du Heiliger. Also die sind echt fies. Vor denen habe ich Respekt. Weil wir halt auch nicht wirklich einen guten Widerstand gegen Kälte, gegen Frost und Gefroren haben. Weil Stärke immer noch unser geringster Wert ist. Und da steht die nächste. Okay. Sie kann das nicht durch Wände machen, sondern das geht an Oberflächen lang. Ich traue dem Braten trotzdem nicht und heil mich mal. Nicht, dass sie gleich mit irgendeiner anderen Attacke kommt. Oh, oh Gott. Auch mal die Edelweiß basteln.
mit dir. Ja, die Tür können wir auch öffnen, aber ich will erstmal hier den Gang weitergehen. Und ich hoffe, es kommt nicht noch so eine. Ist aber auch keiner, der so aus dem Hinterhalt kommt, aber den haben wir vorhin auch nicht gesehen. Ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal nach links. Weil ich mir vorstellen kann, dass wir das hier verbinden. Und so kommen wir wieder in den Mittelgang. Dioxidkugel. Ja. Ja, das können wir gebrauchen. Ich bin auch froh, dass wir zumindest unseren Instinkt so gepusht haben und die Waffe verbessert haben, die Dopietta. Die macht schon richtig Schaden. Heilinjektion, Heilinjektion. Nochmal Heilinjektion, Leute. Eine Hämolymph-Statue. Demioxidkugeln. Ihr wisst, was ich davon halte, wenn wir so viele Verbrauchsgüter finden. Die finden wir ja meist nicht ohne Grund. Scheint aber tatsächlich die Verbindung hier zum mittleren Raum zu sein. Finden ja nochmal blauen Hämolymphstein. Ich mache nur mal auf Pause. Nicht, dass uns hier irgendwas aus dem Nichts überrascht. Weg mit dir. Ach, den hätten wir auch mit der Nykrux-Bombe töten können, oder? Apropos Nykrux-Bombe. Muss ja auch irgendwo verwendet werden. Wahrscheinlich unten. Und das verbindet dann den Weg hierhin. Hier waren, glaube ich, die beiden Hinterhältigen mit ihrem Portal. Da können wir aber gleich von da oben rein und die direkt erledigen. Aha! Sieh schon wieder, sieh schon wieder. Das macht so viel Schaden und ich habe sie noch nicht mal gesehen. Und das Blöde ist, wir können auch nicht stehen bleiben. Wegen dem Eis hier. Da ist sie. Ampulle mit Erlims Tränen. Die finden wir hier. Und da unten haben wir nochmal so ein, ich hab's mir gedacht. Erstmal hier weg. Und lieber auf Nummer sicher, Leute. Lieber Kugeln verschwenden, anstatt zu sterben. Könnte noch eine kommen. Okay, jetzt machen wir erstmal die Geschichte mit der Nykrux-Bombe, um das jetzt zu öffnen. Müssen wir wieder Gas geben.
Ah ja, okay, die sind ja auch wieder da, weil wir zwischenzeitlich gespeichert hatten. Erstmal die Nukebox-Bombe. Ah. Jawoll. Und damit entzünden wir die zweite Fackel. Dann schaue ich noch kurz hier links, ob wir den Eingangsbereich öffnen können. Hinterhalt? Fragezeichen. Fuchs, Ausrufezeichen. Und hier liegt noch Verbrennungspulver, von dem wir nicht viel haben. Weil wir halt eine Waffe mit Elementarschaden führen. Okay, Leute, dann werde ich den Bereich jetzt hier noch machen. Und dann werden wir wohl hier in den rechten Teil müssen. Und das werde ich in der nächsten Episode machen. Wir sind ja schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Die Zeit vergeht aber auch. Wir gucken da aus dem Sarg raus. Hallo, alles gut bei dir? Mit Fenster atmet man sich besser, atmet es sich besser in so einem Sarg. Kann ich verstehen. Ist aber auch, also wenn wir rechts auch nochmal so einen Bereich haben, ist das aber auch wieder ein sehr, sehr großer Abschnitt hier. Genau, ich wollte links lang, damit wir direkt auf der Ebene mit diesen Hinterhältigen sind. Direkt eine Kugel verpassen können. Wir haben ja so viel. Moment, wie viele haben wir? 141. Also, wir können jetzt endlich auch mal ein paar Kugeln verwenden. Unten lang, okay. Die sind ja nicht mehr da, ne? Ne, wir haben da gespeichert, okay. Nicht drauf schießen, sondern die Form erzwingen für mehr Nukebox. Wie gesagt, die sind ja nicht allzu schwer. Ich muss noch Kugeln aufgeben, damit wir gleich die Hinterhältigen auch erwischen. Hier liegt noch mal eine Ampulle mit Erlems Tränen. Wird noch schnell notiert. Edelweißpastillen verliert sie. Und hier liegen Frostbomben. Machen wir jetzt den Bereich auf und dann gehen wir zurück zum Altar und speichern. Ah, will er trotzdem ins Portal. Oh Mann. Wenn wir zurückgehen und speichern, lohnt es sich ja schon fast, das ganze Nukebox auch auszugeben. Bleib hier, du Feigling. Hier war auch noch eine Nukebox-Ansammlung und hier oben haben wir Demi-Schattenerz. Moment mal. Wo ist die Dopietta hier? Auf plus 8. Wir könnten, glaube ich, auch das Schwert jetzt weiter hochsetzen. Zwei Stufen können wir es nochmal verbessern.
Und danach bräuchten wir Barsows Prototyp, Plan oder wie es hieß. Okay. Soll ich da unten auch noch schnell das öffnen? Ja, 10 Minuten. Uah, 10 Minuten haben wir noch. Keine Unsinnigkeiten hier machen. Gleich hier wieder ein bisschen heilen. Danke. Nochmal. Ich sagte nochmal. So. Das ist doch 100% ein Hinterhalt. Genau vor dieser Situation habe ich Angst. Ich hoffe nur, dass diese Zauberin nicht kommt. Bevor wir ihn töten, heilen wir uns nochmal. Nein! Okay. Ich warte. Vier Heilinjektionen, drei mechanische Bomben und nochmal den Schattenerz. Und was wird hier bewacht? Die nächste Fackel? Nein, ein Schatz. Was finden wir hier noch? Ein Föderationsgürtel. 25 Patronen dürften es jetzt sein, die wir mit uns führen können. Ein Gürtel aus der Föderationszeit, der mit einem Mechanismus nachgerüstet wurde, um Fernkampfwaffen automatisch mit Munition aufzufüllen. Haben wir schon ein paar Mal gelesen. Ja, und damit haben wir diesen Bereich abgeschlossen und werde hier nochmal speichern. Ja, den Weg gehen wir noch zurück, der dürfte ja frei sein. 60.000 Nykrux haben wir jetzt gesammelt. Das heißt, zu Beginn der nächsten Episode können wir noch ein paar Aufwertungen machen. Und bei ihm konnten wir auch den Schattenerz kaufen, falls uns welches fehlt. Fällt mir gerade ein. Wobei ich glaube, Katharina oben in den hohen Mauern von Mithringal hatte auch den Schattenerz. Ich habe doch soweit hier alles erledigt, oder? Also, alle Gegner erledigt. Nicht, dass mich hier noch jemand unangenehm überrascht. Hier, gib mal her. Können wir noch schnell machen, falls was kommt. Ja, die waren tot. Zum Glück. Müssen wir hier lang? Ne, wir können auch den Weg hier oben lang nehmen. Das können wir gut umgehen. Oder wir gehen direkt von hier lang. Arbeiten uns dann hier hoch.
Wobei, ich würde erstmal den Bereich dann abgrasen wollen. Vielleicht ist das auch hier ein geschlossener Raum und hier geht es noch rechts weiter. Naja, okay. Wir haben auf jeden Fall hier einen kleinen Fortschritt erreicht und wir speichern einmal. Aber ich werde jetzt schon zum Herrenhaus reisen, damit wir das nicht zu Beginn der nächsten Episode vergessen, dass wir uns aufwerten wollten. Ja, Leute. Der Palast des Ordensregenten. Oder wie hieß es jetzt? Da werden wir uns in der nächsten Episode weiter umschauen, was wir hier noch alles finden. Okay, auf jeden Fall ist hier der Nykrux-Gewinn doch sehr enorm. Und wie ihr sehen könnt, es sind 25 Kugeln, Demioxid-Kugeln, die wir nun mit uns führen können. Ja, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu The Last Faith wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Habt euch wohl, euer Rönne.